früheren Teilen, da bist du viel früher zum Zug gekommen. Ich meine, ich habe jetzt seit NBA 2K11 habe ich alle NBA-Teile von 2K gekauft, beziehungsweise auch gespielt, logischerweise. Und da bist du früher zum Spielen gekommen, ohne Scheiß. Zumindest gefühlt. So, gut, dass der Spieler sich halt auch aufregt über die ganze Sache. Okay. Viertes Viertel oder was? Fourth quarter on the court for the Hawks. Und wir liegen zurück. Jeff Teague and Lou Williams, the back. Paul Millsap out there with Elton Brand, and it's Cunningham. Come, go, go, go. Kicks it to Teague. Brand dishes to Williams. Ah. Came and pulls it in. Mach doch mal Punkte, Leute. Guck mal auf die Bank. Krass, wie detailliert die sind, ey. Sehe ich hier gar nichts wegen dem. Ja, die gehen auch noch weiter raus. Das gibt's doch nicht. Coach, bring mich ins Spiel. Komm, 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 mach die Punkte, Leute. Na, wenn ich das sehe. Coach! Bring uns rein, Mann! Ich glaube nicht, dass wir krass was ändern können, aber ein paar Punkte, da können wir doch gut für sein. Wir haben noch 6 Minuten. Oh, Timeout! Vielleicht ist unsere Chance. Lava! Yeah! Wir kommen aufs Feld, Mann. Wir kommen aufs Feld. Ja, Mann. Über Williams spielen. Okay. Yeah. Okay, Junge, du wolltest deine Chance, hier ist sie. Der Rest des Viertels gehört dir. Mach was draus. Zeig mir, dass du etwas bewegen kannst. Laber nicht, wieso ist der schon fast leer? You know the butterflies are there, but as a performance sports psychologist that I work with says, you know the butterflies are there, you just need to make sure they fly in formation. A moment to check in with Doris Burke. Doris? Hi guys, I had a chance to find out what Mike Budenholzer was discussing with his guys. Controller ist fast leer. They simply have to step up, saying if we don't make a move now, it's going to be too late. Die ignorieren uns noch voll. Aber immerhin mal Punkte gemacht. Defense, Defense. Oh, Nash, man. Nash gets a screen from Kamen. Now, here's Nash. Not a lot of room. Poked away and stolen by Horford. Mach ihn, mach ihn, mach ihn, Mann. Jawohl. Boy, I love it. Active hands on the steal, active feet on the fast break. And Clark Power on the dunk. And guys, this is just too close of a game to be giving the ball up like that and then failing to get back in transition. Here's Bryant. Come, come, come. Yeah, boy. Atlanta. And for Williams' quickness, a big part of his game, we'll see how the knee affects his game, Clark. You know, it normally takes a year or so to get back to playing, 2 years to get back to 100%, but he signed to a very cap-friendly contract, so Atlanta may be able to weather his loss until he's back to his old self. Shot clock at 6. Ach, Leute. Los, verteidigen. Nash with it. Nein, Nash. Oh, scheiße, er ist an uns vorbei. Nash dishes to Kamen. Back to Nash. Yeah! Wir haben geblockt, Mann! Sau gut! Komm, 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 pass zu uns, pass zu uns! Ja! Punkte!
gets it to go, and that's not just any basket, folks. Those are his first points here in the NBA. Aber echt. Well, this is a young man who's going to have to fight for everything he gets in this league. No one's going to hand him anything based on... Wahrscheinlich nicht. Well, you've got to earn your way here. There's no question about that, Steve. You know that's the case. He doesn't necessarily have... Vor allen Dingen dann gleich gegen Nash einen Matchup. He just needs to find a role and fit into it. Dishes to Millsap. This is it to the Beast. Komm, komm, komm. Ja! Assist. Bin begeistert. Puh. 74. Nein, Mann. Yeah. Brand's got his 7th rebound here tonight. He just has not been able to get into that groove yet, guys. Scheiße, egal. Ich glaube, wir müssen mal probieren. Lakers have gone 2 of 7 from the field, and what's been a cold start to the 4th quarter for them. Moment here now for an injury report. We've got a chance now to check up on Jeff Teague's status. Boris? Kev, I was able to speak with head of the trainer for the Hawks about his status. He told me that it doesn't look too serious. You would hope that an injury like this one coming so early on in the season won't linger and bother him the rest of the way. All right, Doris, we will keep everyone updated as we find out more. And we know one thing, Kevin. This guy loves to play, so he's going to do everything possible to get back out onto the court. Scheiße, Leute, was macht ihr denn für einen Kack? Sollen sie uns so nach dem Sieg rausholen? Das gibt's doch gar nicht. The Lakers in the lead. Und dann vor allen Dingen haben wir gleich in unserem ersten Match einen Gegenspieler wie Nash. Ist natürlich ein bisschen heftig für uns als Rookie auch. Na, schade. And they worked hard to create that high quality shot right there. Yeah, and that's their goal down the stretch. Continue to find those close range shots. Williams from outside. Yeah! Pass zum Assist. Sau gut. 77, 78. Nur noch ein Punkt trennt uns von den Lakers. Wenn das so weitergeht, dann kriegen wir das noch gewuppt. Scheiße, Drei-Punkte-Wurf, das ist nicht gut. How about that? They respond to a three-pointer with a quick three of their own. Yeah, terrific. Great back and forth sequence right there. Young against Millsap. On the wing, Williams. Back to Millsap. Shot clock at 5. Gut, sehr gut. Ach, wieder auf einen Punkt dran, Leute. Wir haben noch 2 Minuten, um das Spiel zu wuppen. Nein! Scheiße, Mann. Egal. Here's Williams. Ah, Leute. As far as jump shots go, that's as high percentage as it gets. I'm not sure how that didn't go down. Kobe pushes to Nash. Back to Kobe. Dabei hatten wir den ursprünglich ganz gut geblockt gehabt, ey. Yeah. Komm schon, komm schon. Mach ihn, Williams. Jawohl, Assist. Clutch basket, especially over the top of the bigger defender. Yeah, just shows you the kind of fortitude and guts he has, Steve. Wenn wir jetzt Defense ordentlich was zeigen und den Wurf verteidigen, scheiße. Kobe has been sensational. Dammt. There's 47 seconds left in the 4th quarter of this one. Williams with the ball, and Young picks him up defensively. Here's Millsap. It's good. Good. This game is all even. Huge points. That's beyond huge, Steve. I mean, they needed that. Wir sind even. Das gut. Das gut. Kobe against Williams. Geht vielleicht in Overtime, Leute. Blockt ihn. Scheiße, ein Foul. Er ist nicht reingegangen. Gut, er kann nur 2 Punkte machen.
Wenn wir jetzt noch einen Dreier rausholen, können wir vielleicht sogar den Sieg rausholen. Wir haben 24 Sekunden, das sieht sehr gut aus heute. Jetzt machen aber auch. Williams double team to take the lead. Can't get the three to fall. Now here is Young. Ich habe gedacht, ich muss es probieren. Egal. Denk, trotzdem haben wir uns ganz gut geschlagen. And that'll wrap it up for Clark Kellogg, Steve Kerr, and Doris Burke. This is Kevin Harlan, and thanks for tuning in. 210, das ist ganz gut, würde ich sagen. Also ganz normale Gewinnspanne, die wir da bekommen. Mal gucken, ob jetzt noch was passiert. You were forced into extra action tonight due to an injury to one of your teammates, but you made a solid impression with your play. What is your mindset coming into a game like that? Also wir haben, nee, könnt ihr ja selber lesen, solide Leistung gebracht. Okay, einer von unseren Mitspielern hat sich verletzt, deswegen sind wir reingekommen. Deswegen denken wir erst an den Verletzten. Man, I just hope he's okay. I'm gonna go out there and do my best whenever coach calls my number, but this is the worst possible circumstances for me to get out there. I'm glad I could contribute, but really hoping that was nothing serious. Ja, Mann. Ja, kommen Sie rein. Schön, dass Sie vorbeischauen. Setzen Sie sich. What's up, coach? Yeah, tollen Job, gut. Thanks, man. I really appreciate that. Super. Sehr gut, man. It, man. I'm just happy I was able to contribute. Yo, this is just the beginning of the ways I can help this team. Message received loud and clear. Appreciate that, man. Wir bekommen mehr Minuten, Leute. Wie geil. Wenn das mal keine gute Nachricht ist am Ende. Jetzt sind wir ein Schlüsselspieler auf einmal. Sehr gut. Sehr gut. Würde ich sagen, machen wir einen Cut an der Stelle. Ich bedanke mich natürlich immer fürs Zusehen und sage ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.